So Leute, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich mit der Aufgabe, füge gegnerischen Gebäuden Schaden zu. So, jetzt müssen wir nur gucken, ob das hier vom Gegner ist. Ich habe extra den Gleiter jetzt nicht dabei, weil ich einfach hingehen will und mir nämlich die ganzen Spezialistenbonus holen will. Deshalb einfach mal ausprobieren, schieß einfach mal irgendwo drauf, guckt, ob es vom Gegner ist. Zählt natürlich nicht immer. Ah, den haben wir natürlich auch noch mitgeholt. Ich sage, ey, einfach gebautes kaputt machen. Egal, da sehen wir, war doch vom Gegner. Einfach drauf schießen, gucken, ob es zählt oder nicht. Genaues wisst ihr erst, wenn es wirklich kaputt ist. Aber ihr habt ja gesehen, einfach drauf geschossen, schon war es wieder geschafft. Und so einfach könnt ihr diese Aufgabe machen. Das hier scheint auch vom Gegner zu sein. Also im Prinzip einfach kaputt schießen, fertig. Mehr müsst ihr da nicht machen. So, wie ihr seht, ich schieße da einfach drauf. Mehr mache ich nicht. Zack. So. Haben wir hier noch was? Das war, glaube ich, definitiv vom Gegner. Und ihr seht schon, Aufgabe erledigt. Ganz easy. Einfach nur auf die Dinge draufschießen, dann alles. Danke erstmal für dein Abo. Gruß geht raus. Willkommen bei uns. Ich versuche halt immer noch die Spezialistenpunkte da mir zu holen. Gucken, ob ich ein bisschen Schaden machen kann mit der Pistole oder der Sniper. Sniper, Sniper, bleib so, bleib so. Natürlich. Er will nicht den Sniper-Hit haben, ne? Och, hör darauf. Vor allem, wo will er hin? Bestimmt die Bushaltestellenaufgabe. Lol, der war doch drauf. Aber egal, ihr habt jetzt gesehen, wie man die Aufgabe macht mit den Gebäuden. Wie gesagt, schießt einfach auf alles drauf, was ihr seht. Und so einfach habt ihr das Ganze dann geschafft. Wenn ihr gern noch mehr sehen wollt, gern ein Abo dalassen, Like dalassen. Ihr habt gesehen, der Nächste hat schon wieder abonniert. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein, viel Spaß mit den restlichen Aufgaben und bis vielleicht nachher im Livestream. Haut rein.